Guten Morgen und herzlich willkommen zu Tag 2 unserer 14-Day-Hustle-Challenge mit Sunny. Wir holen uns unseren Sixpack zurück und beginnen mit einem Tee. Friede ist in dir, das kann ich bestätigen auf jeden Fall. Okay, Leute, also ich glaube, in solchen Diät-Vlogs kommt das ultimative Real-Life hinter Instagram zum Vorschein. Das war schon immer so. Romeo ist ja immer noch krank. Hä? Fast nicht mehr. Fast nicht mehr, aber du bist heute ja nicht im Kindergarten. Und wir müssen halt hier improvisieren, wie ich meine Arbeit geschafft kriege und so weiter. Wir haben uns jetzt so ein kleines Homeoffice hier gemacht. Wir beide sind mit hier am Arbeiten, ne? Ich hier am Laptop und meine To-Do-List und mein Römli. Er macht eine Schatzkarte. Top gestylt wieder. Ich bin ja so froh, dass es dir besser geht, mein Schatzi. Dass du wieder arbeiten kannst. Nice. Oh, ja, das ist anstrengend, ne? Ja, ja, ich finde das auch anstrengend. So, weiter geht's. Wir sind noch ein bisschen fleißig und dann... Leute! Ja, was willst du sagen? Macht eure Kinder auch so gesunde Sachen. So schlucken und trinken. Ich mache das nämlich. Damit meint, Leute, er bekommt auch von mir das öfter ein bisschen grüne Pflanzenpulverchen mal, vielleicht mal ein bisschen Maca, ja, ein bisschen Omega-3-Öl oder so, Leinenöl, und das schmeckt ja alles eigentlich ekelhaft, aber er ist so strong. Hä, war das mit lecker? Du bist ja ein Knaller, Schatz. Ja, das meint er damit. Wollte euch einen Tipp geben, okay? Gebt das euren Kindern auch. Oh. Auf jeden Fall, gleich steht natürlich noch die HIIT-Session aus für heute. Ist ja Tag 2, ich habe 200 Gramm abgenommen. Ne, überleg mal, wenn ich jetzt jeden Tag 200 Gramm abnehme, dann kommen wir gut vom Fleck, Leute. Das klingt so wenig, aber in der Summe, ne, sind das dann nach 2 Wochen auf jeden Fall, sind 2 Kilo. Hammer! Ich habe wieder bisher noch nichts gegessen. Intermittent Fasting ist am Start. Wir haben halb 1. Ran an den Speck! I love you too, baby. Könnt ihr mal einmal aufhören, so süß zu sein? Das ist ja schrecklich. Sorry. So süß. Jeden Tag heul ich. Vor Dankbarkeit! Aber wo ist meine Pistole? Das war's dann mit süß sein. Jetzt holt er die Knarre raus. Halt euch mal die Pistole. Richtig. Nein, mein Kind hat natürlich keine Pistolen. Doch. Nein, wir sind Waldorf. Ja, deine Pistole. Hier, guck, diese Pistole. Die furchteinflößende Pistole. Für was brauchst du eine Pistole? Na, damit ich cool aussehe und immer einem helfen kann. Oh, das ist mal ein cooler Grund. Das finde ich gut. Und ich kann die Polizei anrufen und sage, dass ein Dieb einen anderen Mensch angreift. Ja, das finde ich auf jeden Fall alles legitime Argumente für eine Knarre. Super. Ich hol dir noch ein paar. Boah, Leute, wirklich, seit 4 Stunden habe ich diese Maske drauf jetzt, ne? Ich wasche jetzt auf jeden Fall endlich mal diese Maske runter und dann fahren wir zu dritt zu Omi, denn Romeo ist jetzt mittlerweile wieder total fit und möchte unterhalten werden. Das kleine Römli möchte auch irgendwie bespaßt werden und das wollen wir natürlich auch machen, denn wir können es, wenn wir nur ein wenig uns umstrukturieren, und dann tun wir das doch auch, auch wenn wir dafür vielleicht wieder erst um 3 ins Bett gehen. Bin auch heute erst um 3 ins Bett gegangen. Das ist zum Abnehmen natürlich suboptimal, aber für euch ist es optimal, weil ihr dann direkt am nächsten Tag den Vlog sehen könnt. Es lag wirklich nur an diesem Video, ich habe es in die Nacht hinein geschnitten. Egal, ihr macht so viel für mich, dann mache ich das natürlich auch gerne für euch. So, also wir fahren zu Omi und dann werde ich dort nämlich meine HIIT-Session machen. So, schlage sie nicht mit der Flasche und habe Respekt. Ich habe keine Angst. Angst sollst du gar nicht haben. Doch, er soll sich fürchten vor seiner Mutter. Er soll Respekt haben. So schlage nicht auf deine Mutter. Respektiere deine Mutter, Kerl. Sonst muss ich dich an der Decke aufhängen, so wie man das damals einst gemacht hat. Hör auf! Wie heißt das? Entschuldigung. Liebe?
Schöne, gute, wunderbare, beste Mutter. Ich mache heute kein Oberkörpertraining. Ich verschiebe es auf morgen, weil Romeo morgen wieder in den Kindergarten geht. Und morgen wäre normalerweise mein krafttrainingsfreier Tag, aber switch ich einfach. Ne? Man muss sich anpassen, man muss flexibel sein. So, mein Mann, der Dennis, der Menace, der hat gerade schon das Leergut weggebracht. Ist es nicht ein guter Mann? Es ist ein guter Mann. Der Shake vor dem Training hat sich bei mir eingebürgert. So gegen 3:30, ne? Ne, wir haben schon, ja doch, 3:30 haben wir jetzt. Kokos, Erdbeere, vegan, Proteinshake schmeckt extrem köstlich. So. Ja gut, ja super. Also ich bin jetzt mit meiner Mama hier unterwegs. Mama läuft schon mal los, aber Mama ist natürlich langsamer als ich. Und ja, los geht's. Machen wir nochmal so wie gestern. Sprints in der freien Natur. Let's do this. Wir haben überhaupt keine Stoppuhr gestellt, ne? Wir müssen die Stoppuhr stellen. Ich habe eine. War ein Bonus-Strebersprint jetzt. Komm, komm, Mami, komm, komm, let's go, let's go. Bergauf sprinten. Bergauf sprinten ist das Grauen. Aber das kommt meinem Strebermodus doch gut entgegen. So, 5 Minuten sind noch offen. Mami kann nicht mehr. Aber ich mache hier noch ein bisschen natürlich weiter meine Pflicht hier bei den Jungs auf dem Bolzplatz. Moment. Ja. Keine Aufregung. Gleich kurz, was ich eingekauft habe. Nichts Besonderes. Ihr habt ja auch hier, habt ihr meinen Standard-Einkauf verlinkt, habe ich euch schon abgedreht. Oh, ich habe so Hunger! Ich habe so Hunger, Leute! Oh, ich muss jetzt mal eine Tomate essen. Ich habe jetzt versucht, hier irgendwie sauber zu machen. Und also nach dem Einkaufen habe ich echt Paranoia, ne? Ich desinfiziere auch immer den ganzen Einkaufswagen und so. Hier mit dem Fresh Cologne, das duftet gut. Was hast du denn da, Kind? Guck mal, die Oma hat ihm so einen kleinen Kinderriegel wieder heimlich gekauft, ne? Die kann ja auch nicht anders. Er möchte das nicht. Schatzi! Oh, hört ihr, wir haben eine neue Conny-CD abgestaubt. Ist aber vielleicht mal besser als die ganze Rap-Music, Gangster-Rap. Oh, ich habe in meiner Tasche noch einen Riegel gefunden, Linis Bites. Die habe ich euch auf Instagram in meiner Story schon gezeigt, ne? Das sind, Riegel, die sind so lecker und die sind aus
Bomben natürlichen Zutaten, also glykämischer Index niedrig, Zutaten wunderbar. Und die sind alle so lecker. Ich habe hier die Sorte Haselnuss, ist meine zweitliebste. Es gibt noch Salted Peanut Caramel, das ist die allerbeste. Das ist ein gesundes Snickers. Ich mache euch mal den Link in die Infobox. Da ist sogar ein Rabatt mit drin, müsste drin sein. Ansonsten Rabattcode schreibe ich euch dazu. Mega Empfehlung. Schmecken auch dem Romeo, sind für Kinder super safe. Schmecken sogar dir, ne? Die sind echt super. Alles so gut. So, Leute, ganz kurz. Also, ja, Standard, ne? Viel Gemüse. Ich werde auch definitiv einen Salat jetzt machen. Und, was noch, was noch? Dinkelnudeln. Oh, Bio-Pfirsiche. Ich mache mir ein schönes Pfirsichjoghurt später mit Kokosjoghurt. Und ein neues Pinselset mal für 6 Euro noch was. Dringend nötig. Das sieht gut aus. Ich habe keine Ahnung, ob es auch gut ist, aber für 6 Euro kannst du nichts falsch machen. Von mir, Mare. Oh. Und Leute, ich muss euch sagen, die Pinsel sind wirklich gut. Gibt es aktuell im L zu dem Idel. So, wir machen jetzt ein schönes Salätchen, Leute. Ich bin ein absoluter Salatfan, aber nicht einfach irgendwie. Da müssen Goodies rein. Gurke, Tomate, Cherrytomaten, getrocknete Tomaten, Bohnen, Cornichons, Kerne, Nüsse, alles rein, Leute. Und natürlich ordentlich Olivenöl von Zeck Plus in Bioqualität, Kürbiskernöl in Bioqualität, ein paar Dinkelnüdelchen, bisschen Tomatensauce und ein bisschen gekochtes Gemüse. Ja, Mensch, das ist doch toll und dem Römli schmeckt's auch. Es geht uns gut, Leute. So lässt sich leben. Und mein veganer Proteinpudding als Nachtisch mit Schokonips, Leute. Das hat sich als neue Routine eingebürgert schon. Das ist ein absoluter Diet-Hack. Der ist so lecker und du hast eine ordentliche Portion Pflanzenprotein. Und der macht sehr satt wegen Glucomannan, dem Ballaststoff, der im Magen aufquillt. Bombe. So, und mein Pfirsichjoghurt habe ich mir noch gemacht. Leute, Kokosjoghurt ist für mich wirklich die erste vegane Joghurt-Alternative, die ich feiere. Und ihr wisst, ich liebe eigentlich den Joghurtgeschmack von normalem Joghurt, ne? Schön mit Pfirsich rein, Stevia, Bombe, Tag 2 in der Tasche!